Und dazu begrüße ich jetzt Stefan Bierling, Professor für internationale Politik an der Universität in Regensburg. Guten Abend, Herr Bierling. Schönen guten Abend. Es hatte sich zwar angedeutet in den vergangenen Tagen, aber wie sehr hat Sie dieser Rückzug von Joe Biden heute dann doch überrascht? Die Stunde und den Tag konnte natürlich niemand vorhersagen, aber es ist seit einigen Tagen ziemlich klar, dass er diese Woche nicht hätte überleben können politisch als Kandidat der Demokratischen Partei. Dass er es jetzt gleich am Anfang der Woche macht, ist auch eine gewisse Erlösung. Also der richtige Schritt von Joe Biden? Absolut, da gab es keine Alternative. Seit dem Debattendebakel wird er eigentlich nur noch daran gemessen, ob er im Grunde ganze Sätze sprechen kann. Und das ist ein Fokus, den man nicht unbedingt haben will auf einen Kandidaten. Das heißt, er hatte keine Alternative, als diese Abwärtsspirale zu brechen und zurückzutreten. Und diese Fragen wären bis zur Wahl im November ja auch ständig gekommen. Aber was glauben Sie, sind die Chancen für die Demokraten, Donald Trump dann im November zu schlagen, nun gestiegen? Vielleicht, weil auch eine neue Energie da freigemacht werden kann? Absolut. Mit Biden wäre es noch 3,5 Monate Siechtum gewesen. Und jetzt müssen die Demokraten versuchen, aus dieser Abwärtsspirale rauszukommen. Egal, wen sie jetzt nominieren, und wahrscheinlich wird es Kamala Harris sein, es gibt neue Energie, es gibt Momentum, wie die Amerikaner sagen, neuen Schwung in dem Wahlkampf. Und das ist das Einzige, was die Demokraten jetzt erreichen können, weil Trump einfach deutlich vorne liegt in den Umfragen. Und es überlagert auch den Parteitag der Republikaner jetzt erstmal, denn der ist aus den Schlagzeilen jetzt erstmal verdrängt. Aber sollte es tatsächlich Kamala Harris, wie Sie sagen, werden, die gegen Trump antritt, was spräche denn für Sie? Es gibt strukturelle Gründe. Die Demokraten, das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, haben seit 1992 bei allen Präsidentschaftswahlen mit einer Ausnahme immer die Mehrheit gewonnen. Das heißt, es wird auf jeden Fall knapp und die Demokraten haben insgesamt das etwas größere Wählerpotenzial. Das muss motiviert werden. Und nichts motiviert Demokraten besser als Donald Trump. Das ist ihre Nemesis, das ist ihr großer Feind. Deshalb wird jetzt ein neuer Push kommen. Kamala Harris kann das durchaus verkörpern. Zum einen wird sie Gruppen in der Partei, die bisher von Biden enttäuscht waren, gerade Schwarze, gerade die Frauen, neu mobilisieren. Und sie kann natürlich verkörpern das wichtigste Wahlkampfthema der Demokraten. Und das ist die Abtreibung. Vielleicht noch zum Verständnis, die Demokraten haben die Mehrheiten zwar immer gewonnen, fast immer, aber eben wegen dieses Wahlsystems in den USA mit den Wahlmännern, dem Kollegium, eben nicht immer den Präsidenten dadurch stellen können. Aber schauen wir nochmal eben, was spräche denn gegen Kamala Harris? Nun, zum einen, sie kommt von hinten. Die Republikaner hatten einen sehr erfolgreichen Parteitag. Die letzten 3,5 Wochen waren eine Katastrophe für die Demokraten. Sie muss also erstmal dieser moribunden Kampagne der Demokraten neues Leben einhauchen. Sie hat noch 3,5 Monate Zeit. Das ist nicht sonderlich viel, aber es müsste eigentlich reichen, um so einen Turnaround, um eine Wende zu schaffen. Sie ist keine besondere gute Käuferin der Politik in der Vergangenheit gewesen. Vor 4 Jahren ist sie ja schon als Kandidatin gescheitert, aber sie hat gegenüber Biden einen großen Vorteil, übrigens auch gegenüber Trump. Sie kann Treppen rauf und runter gehen und sie kann Sätze komplett aussprechen. Das ist Biden in letzter Zeit nicht mehr gelungen und Trump schon seit Jahren nicht mehr. Ja, aber Donald Trump ließ ja auch gleich verlauten, Kamala Harris, die wäre ja noch einfacher zu schlagen als Joe Biden. Und viele Republikaner, allen voran auch Donald Trump, werden dann vermutlich erst recht eine Wahlniederlage im November nicht akzeptieren, weil sie glauben, wir sind doch jetzt gerade unschlagbar, oder? Das erste ist natürlich typisches Macho-Gepluster von Trump. Das hat er immer wieder getan. Er sprach immer vom korrupten Joe Biden. Auch innerhalb der eigenen Partei hatte die Kandidaten, die sich ihm gegenstellten, immer wieder mit Schimpf- und Schmähworten überzogen. Also das ist Trump. Er kann nicht raus aus diesem brutalen, sehr billigen Mindset eines New Yorker Immobilienhais. Die Demokraten, wenn sie die Wahl gewinnen, werden natürlich damit zu leben haben, dass Trump die Wahl nicht anerkennt. Das hat er schon 2016 bei Hillary Clinton gesagt. Wenn er nicht gewinnt, wird er sie nicht anerkennen. 2020 hat er dann verloren. Er hat es nicht anerkannt, die Wahlniederlage. Aber so viel kann dann auch nicht passieren. Er hat 67 Gerichtsprozesse angestoßen nach der Niederlage 2020 gegen Biden und hat alle verloren. Das heißt, der Gang zu den Gerichten bleibt ihm, das Aufbauen
Kutschen vielleicht seiner Anhänger. Aber da ist jetzt, glaube ich, die Polizei, die Sicherheitskräfte und im Letzten auch das Militär vorbereitet, damit die amerikanische Demokratie nicht von Trump ruinieren zu lassen. Aber es würde schon ein etwas kniffligerer Wahlkampf für die Republikaner und Donald Trump, denn so diese direkten verbalen Attacken wie jetzt gegen Joe Biden, die wird er zumindest gegen Kamala Harris so nicht fahren können. Oder wird sich da auch ein Donald Trump bei einer Kamala Harris nicht ändern? Absolut. Das erste, Biden war das leichteste Ziel. Er war so geschwächt und so gebrechlich, dass Trump eben auch die Virilität, die Stärke verkörpern konnte, obwohl er ja nur 3 Jahre jünger ist, kommt er natürlich ganz anders drüber. Jetzt dreht sich das natürlich. Jetzt ist auf einmal Kamala Harris deutlich jünger, 20 Jahre jünger als Joe Biden. Sie wird den Aufbruch, die Jugend verkörpern, die Dynamik. Das ist was ganz Neues, auf das sich Trump einstellen muss. Dass er seinen Ton ändern wird, glaube ich nicht. Trump kann nur Trump, er kann nur beleidigen, er kann nur lügen, er kann nur drauf losprügeln. Das macht er sehr geschickt, sehr erfolgreich. Das mobilisiert seine eigenen Wähler sehr stark. Er wird sich gegenüber Kamala Harris auch nicht im Charakter ändern. Aber es wird schon sehr viel schwieriger werden, weil die Ansatzpunkte, die Angriffspunkte nicht so offen auf dem Tisch liegen wie bei Joe Biden. Donald Trump hatte jetzt in der vergangenen Woche Oberwasser, ein sehr erfolgreicher republikanischer Parteitag. Aber anders als wir hier in Deutschland vielleicht, wir gucken seit Wochen, seit Monaten schon auf diese Wahl und auch auf die Auswirkungen, die es für uns in Europa haben könnte und in Deutschland. Aber in den USA sind viele Bürgerinnen und Bürger noch gar nicht so richtig im Wahlkampfmodus und Fieber und gucken sich erst in den letzten Wochen vor der Wahl überhaupt an, weil sie dann auch teilweise geflutet werden mit Wahlwerbung und allen möglichen Dingen. Das heißt, da könnte dann auch eine Chance vielleicht sein für die Demokraten, jetzt eben diesen ganzen Boden, den sie verloren hatten, wieder gut zu machen? In der Tat, wir müssen immer wieder davon ausgehen, was sich in den letzten Jahren manifestiert hat, dass die beiden Wählerklientele der Republikaner und der Demokraten hochmobilisiert sind. Und dass dieses Phänomen, das wir in Deutschland so stark kennen, nämlich das Phänomen des Wechselwählers, in den USA fast gar nicht mehr existiert. Und diese Wechselwähler zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich eigentlich für Politik nicht wirklich interessieren. Das heißt, die kann man auf der Zielgeraden noch abfangen. Die Wahlen werden so knapp ausgehen wie vor 4 Jahren, vor 8 Jahren, vor 12 Jahren. Das ist ein Kennzeichen des politischen Systems. Das heißt, schon kleine Ausschläge in die ein oder andere Richtung können diese Wahlen entscheiden. Und Kamala Harris bringt natürlich jetzt das Unbekannte, das Neue, den Wandel rein. Und wenn die Amerikaner eines wollten seit im Grunde den Tagen von Jimmy Carter in den 1970er Jahren, dann sind es neue Gesichter, neue Kandidaten. Und das könnte die Dynamik für sie verändern und auch diese nicht festgelegten Wechselwähler erreichen. Vielleicht ist so gesehen dann ein Vorteil gewesen, dass sie in den vergangenen 4 Jahren nicht so präsent war, dass sie jetzt als neues Gesicht quasi auftreten könnte. Aber schauen wir noch mal ganz kurz auf Joe Biden. Mit ihm geht ja nun wohl der wichtigste Unterstützer der Ukraine von der Bühne. Würde eine andere Demokratin wie Kamala Harris oder ein anderer Demokrat im Weißen Haus diese Unterstützung so weiterführen oder war das schon auch sehr Joe Bidens persönliches Anliegen? Joe Biden ist natürlich einer der letzten geborenen und in der Wolle gefärbten Transatlantiker im Weißen Haus. Der kommt aus den 70er Jahren, aus dem Kalten Krieg. Seine Karriere reicht ewig weit zurück. Das ist natürlich etwas, was für seine Unterstützung der Europäer im Kampf gegen das aggressive Russland spricht. Aber ich glaube, auch die anderen Demokraten werden diesen Punkt immer wieder betonen. Harris als Vizepräsidentin hat sich ja auch immer wieder eingesetzt. Ich habe sie dreimal erlebt hier in der Münchner Sicherheitskonferenz, wo sie ganz stark sich hinter die Ukraine gestellt hat. Das ist mittlerweile ein Markenkern der Demokraten geworden. Auch einer der Republikaner, der traditionellen Republikaner, die Trump und natürlich vor allem sein Vize Vance im Moment unterzubuttern versuchen. Aber sobald Trump weg ist, werden sich diese russlandkritischen Republikaner auch wieder aus ihren Gräben wagen. Und dann könnte man auch in dieser Politik, nicht nur gegenüber China, da gibt es ja schon eine breite überparteiliche Konstellation, sondern auch gegenüber Russland wieder sehr stark als gemeinsame Außenpolitik von Republikanern und Demokraten zusammenfinden. Eine Wahl mit großen außenpolitischen Auswirkungen auf jeden Fall. Und wie Sie sagen, es wird eine sehr knappe. Die Einschätzung von Stefan Bierling, Professor an der Uni in Regensburg. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.